So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke, eine neue Folge Pokémon Go, beziehungsweise es ist wieder Zeit für Raid am Mittwoch. Wir haben wieder die Highlights der Woche für euch zusammengefasst, am Ende gibt es auch wieder den Jogger der Woche. Heute ist auch die Raid Mania, die Raid-Stunde mit allen drei Kando-Vögeln. Bevor dann morgen Raid-Boss-Wechsel ist, mit Community Raid, ist heute die Raid-Stunde. Ihr könnt einladen und vergesst, was ich letztens gesagt habe, von wegen, ich nehme nur für Lavados und Zapdos an. Ladet einfach ein, was da ist. Die ersten 5 können wieder Raidmania-Punkte sammeln in der Raidmania. Ich baue nämlich jetzt von keinem mehr Bonbons und deswegen ist es wieder egal, was man macht. Wir labern aber jetzt nicht rum. Hannes ist gerade duschen. Wir haben heute noch so viel vor, nachdem wir gestern schon so gut vorgearbeitet haben. Und es ist so warm schon wieder, dass ich schnell das jetzt hier Mittwoch früh aufnehme und wir dann in den Tag starten. Jetzt aber Highlights der Woche. Angefangen hat die Woche bei mir selber. Der Kaiser Kai hat mir nämlich dieses super geniale C-Day-Ticket geschenkt. Und nicht nur das, auch das Ticket für das 7-jährige Jubiläums-Event in Pokémon Go. Dankeschön dafür. Da hat er richtig tief in die Tasche gegriffen. 2 Tickets auf einmal. Deswegen heißt mein Buddy immer noch Kaiser Kai, weil ich das ja jetzt immer so machen möchte. Dann bin ich mit ganz vielen Leuten auch glücklich geworden, denn die Chance auf Glücksfreunde war ja erhöht. Skyfall ist lucky geworden. Excavator ist lucky geworden. Hopfenschnitzel hat uns gezeigt. Der hat im Dorf jetzt einen Automat. Da gibt es Samyang-Nudeln im Automat für 4 Euro so ein Päckchen. Das ist mega teuer, aber irgendwie richtig cool, dass es die auch am Automaten gibt. Madu ist Glücksfreund geworden. Kaiser Kai ist selber auch Glücksfreund geworden. Dann zeigt er noch endlich ein weiteres Wunsch-Shiny von mir bekommen, nämlich das Ponita in Shiny mit Gaswolke am Start. Da stand einfach so ein blaues Pferd auf der Straße bei meiner Schwester. Mitgenommen natürlich. Benjamin hat wieder mal ein Duo-Raid gemacht. Zapdos im Duo geschafft. Boss hatte Ladestrahl. Donnerblitz. Wetter war sonnig. Das Lustige, der Haupt- und der zweite Account hat einen Shiny bekommen. 42 Sekunden Restzeit übrig. Und ein Shiny bei beiden Accounts mitgenommen. Shinaya hat mir ein super geniales Schnitzel geschickt. Das lassen wir mal unkommentiert stehen, obwohl wir was dazu gesagt haben. Dann habe ich selber mein zweites 100%iges Purmel bekommen, was ich auch sehr genial finde. Ich pinne ja jeden Tag ab. Wenn ich Geschenke öffne, muss ich immer diese blöde Postkarte abpinnen und so weiter, dass da dann ein Purmel rauskommt. Und jetzt habe ich schon 2 100%ige. Wie viel habt ihr? Schreibt es mir in die Kommentare. Bisa-Fan Enzo, auch Glücksfreund geworden. Torokoseki, Glücksfreund geworden. Heiko, 100% Tornador. Geradet, getauscht und nach dem Tausch 100% geworden, hat er mir geschickt, hab nur ein Bild mit rein, dass ich nicht so viel durchswitchen muss. Stanley, Glücksfreund geworden, Henry, Pizza geworden, dann das Meme mit Vince McMahon, Komala kommt, Snorlax kommt, also, das ist ja wie der englische Name, Snorlax kommt mit Mütze als Shiny, oh, aber Wolli ist zurück, oh, raste da total aus, so kennen wir den Vince McMahon. Vor allem sah der da noch gut aus. Habt ihr den mal gesehen, wie der mittlerweile aussieht? Schrecklich. Das kannst du nicht. Das, wer zu viel Geld hat, der hat meistens auch nur komische Sachen damit vor. Dann Fahrrad Jan, Glücksfreund geworden. Skandalpaarer, Glücksfreund geworden. Lenza zeigt und sieht lustig aus, muss aber immer die App neu starten nach einem Fang. Ich weiß sogar jetzt, wie man den reproduzieren kann, nur klappt der nicht immer. Da guckt das Lilip auf den Ball, wie selbst gefangen wird und ist sogar doppelt da mit 2 Köpfen. Das ist richtig krass. Lenza hat außerdem auf Baumlieber einen 100% Heatran. Der hat genauso viele 100% auf dem legendären Raid wie der Main. Mein Main hat aber mehr als doppelt so viele Raids wie Baumlieber. Das ist dann Glück und Pech gleichzeitig. Hier ist sogar ein erlöstes Arktos mit dabei. Katagami, Darkrai. Katagami habe ich zum Beispiel nicht als 100. Das würde mir fehlen. Borki ist auch noch Glücksfreund geworden. Mit dem habe ich heute auch schon getauscht. Skandalpaarer ist der zweite, der heute tauschen kann. Der Rest muss ich schon wieder Termine machen und alles. Borki auch noch mal was zum Einreichen hier. 100% Glücks. Lusttropfen, wie auch immer. Na, Formeo heißt genau. Formeo. In 100% Glücks. Genaya glücklich geworden. Hikaru glücklich geworden. Knudlina glücklich geworden. Chefe24 Glücksfreund geworden.
Schon wieder Lenzart, hab endlich auch ein 100% Turdox, auch dann durchentwickelt, Hagen, alles am Start. Ich hab etliche Sachen von der C-Day-Ausbeute weggelassen, von vielen, weil ich einfach zu viele Bilder hatte. Außer man hat was Lustiges dazu geschrieben. Jedes Mal dieselbe Frage nach einem C-Day, wohin mit den 54 Shinies? Und das ist es ja. Man freut sich, dass man so viele kriegt, aber aufheben tut man eigentlich nur die wenigsten. Ich hebe zum Beispiel nur immer noch 6 Stück auf. Von egal was, 6 Stück und mehr nicht, weil 6 Stück ist ein Team, mit dem man kämpfen könnte in Raids, was man nicht macht mit 6 Shinies, aber ist halt ein Team und 6 Stück reicht dann. So. Und dann hier noch eins mit Partyhut, was jetzt ja die ganze Zeit rumrennt, was man jetzt auch entwickeln kann. Das ist also seltener und wertvoller. Dann hier noch ein Shiny Polida mitgenommen im Fangscreen. Gestern war die Weimar Spotlight-Stunde, da habe ich kurz die App angemacht und mich gewundert, weil alles so blau war und diese ganzen Kugeln hier rumgeflogen sind. Das sieht auch cool aus. Da guckt ein Kopf aus dem Weimar raus. Andy Project ist über Nacht Glücksfreund geworden. Meisterfänger Glücksfreund geworden. Bisafen Enzo Glücksfreund geworden. Timo übertreibt es wieder komplett, eventuell Schocker der Woche. 100er Krypto Capoeira auf Level 50 ist bei mir nicht Schocker der Woche geworden, weil er hat ja auch Nocturne in 100% Krypto. Dann müsste das ja Schocker der Woche sein. Oder das, aber was ist jetzt wertvoller und besser und krasser? Ist ja, es muss was Einmaliges sein und das, hier sind so viele 100er Krypto drin heute, da konnte ich nicht einfach ein 100er Krypto als Schocker der Woche nehmen. Lavados Shiny auch noch mitgenommen beim Timo, dann hier 100% Shiny, Turtok, aber C-Day, da ist die Wahrscheinlichkeit, ein 100er Shiny zu bekommen, natürlich sehr hoch, wenn man gezielt auf 100er Jagd geht und dann so lange rummacht, bis man eben einen Shiny-100er hat. Deswegen finde ich das nicht so krass, aber für ihn natürlich schön, für die Sammlung, ist ja auch gemaxt, ist auch auf 50. Das Erdnuss, meine persönlichen Highlights diese Woche. Ganz viel Shiggies, 100er Shiggy, Shiny P, hab das ja auch nochmal gezeigt, er hat jetzt also 3 Stück 100er. Ein Turdog, ein Shiggy mit und ohne Brille. Und das eine natürlich nochmal groß gezeigt mit der Brille, weil die kamen ja aus den Quests. Die konntest du also nicht gezielt suchen. Da musstest du trotzdem ein bisschen Glück haben. Hogehander, ganz viele Shinies, Knilz, Bisasam, Ponita, Shigi Ponita, Remoraid Ponita. Also immer zu Ponita dabei und Parfi Shiny auch dabei, Koselinchen auch mit Shiny Ponita am Start. Ichtudomo, 100% Krypto. Deswegen könnte der Timo gar kein Schocker der Woche sein, weil auch Ichtudomo hat 100% Krypto. Und dann auch noch Kaumalat. Und dann denkst du dir, ja, aber Kaumalat ist viel krasser als Capoeira, deswegen ist das dann der Schocker. Aber letzte Woche war ja schon 100% Krypto Kaumalat Schocker der Woche, deswegen möchte ich den dieses Mal nicht schon wieder, weil der Effekt ist nicht so groß. Außerdem hat er noch ein 100er Krypto Charmian hinterhergeschickt, 100% Krypto Relaxo hinterhergeschickt, was leider nicht gemaxt ist. Wieso ist das nicht fett und groß? So. Ichtudomo weiterhin mit dem Heatran, 100%. Ich habe vergessen, meins hochzuziehen bei Max Out Monday. Muss ich demnächst machen mit der speziellen brutalen Attacke. Nochmal hier 100% Glumanda, auch mit Hut. Pikachu 100% mit Hut. Dann habe ich mit Sarina ein bisschen was getauscht. Die hat ein 100% Knilz Lucky bekommen. Hat das jetzt entwickelt. Ramses 100% auch hochgezogen. Der Kleine ist groß geworden. Vielen Dank nochmals für das Lundo. Zumindest ein kleines Highlight im Event. Grüße gehen raus. Paco hier, Alter Null schillern. 4 Shinies bekommen. Caradonis, Absol, Rest. Naja, ich kann das Ponita nicht mehr sehen. Flemly. Wer mir Flemly geschickt hat, die habe ich auch gar nicht mit reingenommen. Das ist ehemalige C-Day-Pokémon, brauchen wir nicht. Dann hier nochmal Shiggy, Mauzi, 100er Endivie. Hier nochmal Mario Nupto, also wieder getauscht, würde ich sagen. Mitgenommen, Feuerriegel 100%, nochmal Bonita, Evoli. Also habe ich das nicht gelöscht. Eigentlich braucht es kein Mensch. Hier Pikachu, Shiny, Aerodactyl. Yeehaw, erlösen oder so lassen. Ich glaube, du machst damit nicht wirklich was. Also als Gesteinsangreifer ist trotzdem Aerodactyl irgendwie interessant. Aber irgendwie als Mega-Entwicklung noch besser. Stell dir mal vor, du hast jetzt die 3 Vögel und du nimmst ein Mega-Aerodactyl. Dann boostest du ja dich selber mit deinen Gesteinsangriffen, bist effektiv gegen die Vögel und gleichzeitig boostest du ja auch den Typ Flug, sodass du mehr Bonbons kriegst beim Fangen von den Vögeln. Das heißt, ich muss heute Abend auch eine Mega-Entwicklung anmachen mit Mega-Aerodactyl. Und das kannst du nicht mit einem Krypto. Dann lieber das zu einem 100er erlösen, hochziehen, Mega-Entwicklung machen, wenn er noch keinen 100er hat. Ansonsten, wenn er schon eins hat, dann kann er das ja so lassen. So, 100% Plinfa mitgenommen. Sören zeigt uns, sieht man auch nicht alle Tage.
Dragoran, wo ich mir denke, sehe ich gefühlt jeden Tag einmal mindestens jetzt im Event. Aber das ist cool, dass die so oft hier rumsitzen. 2500, Glumanda hier 100% noch. Guten Morgen, endlich ein 100er Glumanda. Der Freitag verläuft gut. Shiny Absol noch hinterher. Pikachu, einer noch zum Freitag. Jetzt kann ich zur Hochzeit gehen. Nehmen das Pikachu gleich mit, den Shiny. 100% Shiggy, eine erfolgreiche letzte Urlaubswoche. Sören, während ich dein Max Out Monday Video schaue, habe ich mir auch Staub in die Hand genommen und auch gemaxt. Mewtwo, Mauzi, Kogowai, beide erlöst. Gute Besserung, alter Schniefbär. Seh mal hier, erlöstes Dings, erlöstes Bums. Das Mauzi ist erlöst, ja? Das Mauzi und das Kogowai, das Mewtwo nicht. Ich sehe da auf jeden Fall nichts, aber alles gemaxt. Alles fett, alles groß mit Best Buddy Batch Pass. Pizzabode Zeus hätte theoretisch auch Schocker der Woche sein können, weil der hat ja ein 100% Shiny zur Feldforschung Shiggy mit Sonnenbrille bekommen. Das ist halt dann selten und kannst du nicht gezielt machen, aber habe ich ja selber schon vor 100 Jahren gehabt und mittlerweile haben einige das auch und deswegen. Es hat ja trotzdem eine erhöhte Shiny-Rate gehabt, wegen C-Day. Ist also nicht Schocker der Woche geworden, aber ist trotzdem verdammt cool, wenn man das hat. Vor allem, weil es ja eine Mega-Entwicklung haben kann, auch wenn es dann die Brille abnimmt. Miku hier, Shiggy, Absol, Chili-Boss und Water-Boss und Zumbaco für Raider Mittwoch, 100% Glücks-Dings, Hydropi. Und der Rest auch, also es sieht halt aus, da fehlt noch ein Krückstock, sieht aus, als wären die blind alle, wenn die so eine Brille tragen. Lavados auch bei Miku noch, Shiny mitgenommen. Daniel Love, ist der Bruder vom Dude Love wahrscheinlich. Kleinstein, Shiny, Krypto, Gefangen, Zapdos, Gala, Vogel, gesehen, Meister. Der hat ihn aber nicht mit dem Meisterball gefangen. Also er hat ihn auf jeden Fall gefangen, aber hat er ihn mit dem Meisterball gefangen? Weil hier ist der Meisterball ausgewählt. Ich hoffe nicht. Ich hoffe nicht. Wenn es nächste Woche in die Raids kommt, du ärgerst dich zu Tode, aber auf der anderen Seite, was will man sonst mit dem Meisterball machen? Wenn man ein 100%iges legendäres Empfangbildschirm hat und nur noch einen Ball. Mewtwo. Oh mein Gott, 100er Mewtwo, ich habe noch keins. Oh, wenn ich noch meinen Meisterball hätte. Ja, also leider nett, ist ja halt jetzt weg. Er hat es auf jeden Fall gefangen und ich glaube leider mit dem Meisterball. Tobi Gott King Tidon. Shiggy, Shiny, Absol, Shiny, Lavados, Shiny, Zapdos, Shiny, hier ein paar Shiny von dieser Woche. Dann nochmal Shiggy getauscht, 100% mit einem Smiley mit Brille und das Shiggy aber nicht mit ohne. So, aus 3 Fernraids 2 Shiny bekommen, das finde ich okay, schreibt er hier. Ist okay, sag mal so. Noch eins, Absol, hä? Ist okay. Endlich, da knallen die Sektgläser, ich weiß nicht, was das unten sein soll. 100% Gigabore Glücks. Dann Gratini 100% aus dem Zehnerei geschlüpft. Also der hat wirklich Glück, ja. Und dann auch ganz okay, dieses Otaro. Ich habe mehrere Otaro bekommen, die meisten habe ich gelöscht, weil ist ein C-Day-Pokémon, aber dass man so viele krasse Highlights kriegt und dann ein Otaro und sagt, naja, auch ganz okay, oder? Und das Otaro guckt dabei noch so traurig und ist so unglücklich, weil es keiner zu schätzen weiß. Das fand ich wieder lustig und passend. Erlöstes Weimar hier 100% bei Shinaya, Caputo 100% gebrütet. Bei Shinaya dann Krebskorps, Shiny, Staralili, Bonita, Sandan, Gladiantri 100%, Azuril dabei, gebrütet Onyx, Shiny hat eine erhöhte Rate, kann man mitnehmen. Bluebella erlöst 100% in Minden. Immer kriege ich immer schlechte Laune, wenn ich Minden lese. Weil immer, wenn irgendwo Minden auftaucht, dann ist die Shinaya nicht mehr da. Und wir vermissen sie alle schmerzhaft, ne? Alle fragen immer, die Shinaya ist wohl gar nicht da. Nee, die ist immer in Minden so. Stell dir mal vor, die zieht dahin, ihr werdet sie nie wieder sehen. Weil in Minden gibt es keine Telefone, keine Einwohner, keine Häuser, kein Tageslicht, da gibt es kein Internet, da gibt es nichts. Bestimmt nicht mal Automaten mit Samyang-Nudeln. Aber die gibt es ja nirgendwo, außer beim Hopfenschnitzel. Dann hier, Highlight vom C-Day, Turtok, 100%, nimmt man mit, Best Buddy, Buschentext dran, Reike, Glumanda 100%, mit Mütze, Dragonite, endlich mein perfekter Honig-Dachs. Jetzt muss der Dragonite bestimmt wieder eine Woche warten, bis ich die weiteren Nachrichten lese, die da drunter sind. Tiso zeigt uns dieses super geniale, ich bin auf Platz 1, Showcase-Feature. Hat dann auch was bekommen, ist wahrscheinlich in 3 verschiedenen Stops auf Platz 1 gewesen. Ich habe das immer noch nicht, dieses Feature. Viele andere auch noch nicht, beziehungsweise habe ich heute noch nicht reingeguckt, ob es jetzt da ist. Es wäre schön.
dann Ziel erreicht, 100% Turok, also entwickelt dann, Margo FedEx auch hier, Pikachu, 100% Zürich, plus Sonnenbrille, 100% Turok, Zürich, Alexander Ahringer, ein komplett nuller Shigi, komplett. Das ist richtig cool, habe ich auch mehrere bekommen, habe ich nicht mit reingenommen, aber bei ihm war komplett dieses Wort magisch irgendwie, warum auch immer. Endlich ein 100er Endivien Pokémon Go. Endlich Daniel Schilling gefunden, fehlt noch, aber das hat er diesmal nicht reingeschickt. Meine Shiny-Ausbeute vom Community Day Classic. Guckt's euch an, lasst es kurz wirken, wie es angeordnet ist. Oben, unten, links, rechts jeweils ein Shigi. Das ist wie ein X, wie ein Kreuz. Das markiert die Stelle und in der Mitte Sonnenbrille, genau, weil unten ist keine und oben ist auch keine. Also das ist, er hat da was gebastelt, ohne es absichtlich zu tun. Maggie, zwei Shiny hintereinander bekommen. Heatran, Absol, Shiny bekommen. Zapdos, Shiny bekommen. Flamyau, 100% bekommen. Hannes mich vorhin gefragt, ob es das schon Shiny gibt. Ich habe einfach mal Nein gesagt. Ne? Jetzt lassen wir uns überraschen, ob das stimmt. Nein, gibt es natürlich noch nicht. Dann hier Henne Eckbert. Grüße gehen raus. Doch frisch gefangen seit Event, hast da entsprechenden Button, war selber erschrocken, einfach angedippt, zack, war es drin. Hab ich halt nicht. Und irgendwie, ich denke, man darf das gar nicht aus der Ferne reinsetzen vor Ort und austauschen aus der Ferne, aber irgendwie dann wieder doch nicht. Und dann, ach, es ist auf jeden Fall alles verbuggt, viel Spaß damit. Bruder Linio, Berlin, Torheido, 100% FM, Berlin, 100%. Der Bierschanger, wenn man alte Folge Raid am Mittwoch nachschaut und nebenbei Farm ein Shiny Haspirohr ausgewachsen. Hasen, da ist noch ein Pikachu, da ist ein Aquana. Ich habe einen Aquana gefunden. Gucken, ob sie Shinaya auch findet. Da ist noch eine Maus, da ist der Selal mit einem Shiny Sonnenkern im Fangbild. Mirapla, Shiny auch mitgenommen. Shigi hier mit Partyhut, Shiny. Fällt mir erstmal wieder auf, dass er dann grünen Panzer hat als Shiny, den man ja gar nicht sieht. Ihr Paket wurde verschickt. Juhu! Mit Hermes. Oh, das finde ich auch gut. Das muss man einfach mal durch den Kakao ziehen. Nochmal. Schon wieder. Jeden Tag. Geronimatz, 100% aus dem Tausch erhalten. Björn Draghi, 100%, aber wahrscheinlich nicht aus dem Tausch. Dann, schwere Entscheidung. Nimmst du ein kostenloses Cosmog oder bezahlst du $5 und hast dann zwei? Ein kostenloses oder für $5 lieber zwei? Silvio zeigt uns auch hier 3200 WP Dragoran, dann 100% Turtok mit Mütze, Shiny Bonita, seine anderen Bilder habe ich schnell wieder alle gelöscht, um ihn zu ärgern. Da kann er mir ja dann die Löffel langziehen, wenn er da ist. Ich packe schon mal Löffel ein. So, Elke hier, Kostüm, Bisasam, Shiny, Absol, Shiny, Flunkiefer, Shiny, auf dem Kaisi-Account, 100er, Turtok, 100er Partyhut, ne, also Bisasam, Shiny Shigi, Partyhut, Zickzacks, irgendwie ist in jeder Folge auch Shiny Zickzacks drin, warum auch immer, Benjamin, Lavados, Raid im Solo geschafft. Solo, Lavados, Boss hatte Hitzekoller. Hier hat er natürlich auch wieder Mega Aero Kack Sprüh genommen und noch ein paar Despo da. 6 Sekunden Zeit war über. Despo da, Krypto, letzter Angriff, richtig brutal. Cumulus, Shiny Punita. Cumulus, ein kontinentales, 100% Purmel. Cumulus, Calibania, Shiny, Shigi, Shiny. Immer noch Cumulus, etwas eingedieseltes Kleinstein, nämlich hier noch ein Shiny Krypto dabei. Und dann kommen wir zum Henry, Shiny der letzten Woche und Highlight vom C-Day. Auch hier Ponita und Ponita, zwei verschiedene Shirachi, lauter Shigis dabei. Er hat also am C-Day seine Shirachi-Forschung zu Ende gemacht. Brainy Stendhal ausgebrütet, 100% Sneeble in der Hisui-Version. Sonnengänger, jetzt was Versautes, hört mal kurz weg. Habe mir gerade Beachvolleyball angeschaut. Nach 10 Minuten Spielzeit gab es schon eine Handgelenksverletzung. Ich hoffe, bis zum Wochenende geht's mir wieder besser. Guckt auf die Hände. Wer das jetzt nicht rafft, dann weiß ich's auch nicht. Philipp, Drunk Betty. Ich habe noch kein 100er Pandir. Würde gerne ein 100er Pandir haben. Muss nicht lucky sein, muss nicht shiny sein. Das ist cool, das nimmt man gerne mit. Das hätte Schocker der Woche sein müssen. Aber ich habe ja was anderes. Erst das Sierra gemacht, Feuerwehrfra, hier auch shiny Krypto Kleinstein mitgenommen. Balu, nochmal shiny Shigi mit Mütze.
und der Rockelstar 24 100% Shiny Arctos aus dem Raid. Das hätte Schocker der Woche sein können, aber ich habe trotzdem was anderes. Das zeige ich euch jetzt, denn jetzt kommen wir zum Schocker der Woche. So, und der Schocker der Woche kommt diesmal von, haltet euch fest, Adi Schatz mit dem schwarzen Gummimund, von Patrick Carter. Der hat nämlich ein 100% Rockara bekommen aus der Forschung, die man einmal gekriegt hat und eine einzige Chance auf Rockara hatte. Ich glaube, ich habe noch keinen 100er Rockara gesehen. Er hat ein 100er Rockara und das ist für euch jetzt vielleicht sinnlos, aber ja, theoretisch Arctos könntet ihr jetzt 100 Jahre lang raiden und einen Shiny kriegen oder einen 100er oder was weiß ich. Alles andere ist auch jederzeit und hin und her. Zum jetzigen Zeitpunkt 100er Rockara hast du nur genau eine Chance gehabt. Das ist mit viel Glück verbunden und es ist ja, glaube ich, auch in der Superliga direkt auf Platz 1 gerutscht. Bräuchtest du aber einen 100er und genügend XL, um das komplett hochzuziehen, dass das an die 1,5 rankommt, aber dann wohl eine richtig gute Figur macht. Er wird es, glaube ich, jetzt hochziehen, er will ein bisschen auch damit laufen, will gucken, was das Ding so kann. Habt ihr einen Rockara? Wie gut ist euer Rockara? Das ist für die meisten jetzt total langweilig und enttäuschend, aber mir hat das gefallen, das andere war mir alles zu kompliziert. Das ist der Schocker der Woche. Wir sehen uns heute Abend in der Raid Mania. Wir müssen bis dahin noch ein paar Bier-Tastings machen, mal gucken, ob wir die Raid Mania überhaupt noch erleben. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß. Denkt ans Wrestling. Peace out, Vorhaut. Jonas! Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Und guckt mal, wer da sitzt. Der Weihnachtsmann. Das ist ja alles. Mit seinem Sonnenschirm sitzt er hier auf dem Sofa. Genau. Das ist original. Das ist Urlaubsfeeling. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.